Hi! Eine Premium-Figuren-Kollektion, zwei Pokémon-Arten und ein Opening. Maurice, was hast du denn da auf dem Schoß? Der heilige Gral. Geil, hä? Geil, ja. Heiß begehrt. Der heilige Gral ist es aber nicht. Nee, der heilige Gral ist es nicht, aber das ist schon nah dran. Der heilige Gral ist fast genauso groß, ne? Siehst du, wie das Auge durchschimmert? Welches Auge? Dein Auge. Guck her. Durch die Öffnung des Pikachu-Schweifes. Ja, wir haben es geschafft, eine Premium-Figuren-Kollektion zu ergattern. Ja. Ja, und die machen wir jetzt auch. Warum lache ich? Sage ich dir später. Ja, ist okay. Es bleibt ein Geheimnis. Kevin lacht öfters, ohne dass man es versteht, aber... Muss man nicht verstehen. Die Pikachu-Kollektion, also die Figuren-Kollektion, war richtig heiß. Geschwitzt. Begehrt. So heiß, dass Online-Shops die heiße Ware entfernt haben. Ja. Ja. Chip. Super. Also, die Box hier ist normal UVP 60 Euro, glaube ich, ne? 59,99. Jawohl. Ist aber schwer dran zu kommen in UVP. Ich mach mal die Karten aus. Ja, ich guck mal das Dickerchen hier an. Oh, das also wiegt ja ordentlich was. Ist es schon, ne? Boah, aber auch scharfkantig, ne? Aber jetzt finde ich es gut. In der Box in der Verpackung fand ich es nicht geil. Ein bisschen verloren aus, ne? Ja, aber jetzt finde ich es echt stark, ne? Hi! Unseren Freund, wo kommt der denn hin? Der kommt bestimmt auch hin ins Regal, oder? Ja, den können wir irgendwo... Ein Plätzchen werden wir finden. Der kriegt jetzt erstmal hier ein Platz, das Dickerchen. Da guckt nämlich schön, ob die Hits kommen. Oh, fast hätte ich den Code rausgehauen. Ja, komm, gönn doch. Ja. Das ist mir Sinn noch nicht so. Haut rein, Leute. Warte mal, falls noch kein Code-Scanner die Handy-Linse dran gehalten hat. Gibt ja sowieso bald gar keine richtige Booster mehr, ne? Bei Pokémon Live. Was hast du? Drei? Drei Schurige. Okay, du machst rechts, ich mach links auf, okay? Okay, dann nicht. Ja, ich kann aber rechts, links nicht unterscheiden. Okay. Apropos Schaurige, ich glaube, nächstes Wochenende ist ja Halloween. Ja. Da könnte so eine kleine Schaurige Aktion sein. Ja, wir haben es ja schon angeteasert im letzten Stream, ja. Ja. Also da planen wir was mit Chilling Rain und schaurige genau. Herrschaft. Ne, passend schaurige Herrschaft. Halloween. So sieht's nämlich aus. So, jetzt fangen wir mal mit schaurige an, damit sich das... Halt, stopp! Oh. Die Promos, Brudi, ich hab's dir extra eingesliebt. Ich dachte, die hast Seite du schon reingehalten. Nein, ich hab gewartet bis also, du... was ist in der Box außer die Figur? Eine richtig geile Promokarte. Ist die deutsch? Hab schon mitgekriegt, sind französische und so drin teilweise. Schmutz, natürlich ist es ein German, the German Language Guy. Und natürlich nochmal in der VMAX-Variante. Die gefällt mir, die sieht gut aus, finde ich. Ja, sieht sehr einladend aus. Pikachu nimmt halt 90% vom Bild ein, aber passt schon. Aber passt ja auch zu Fat Kachu, ne? Fatty 1, Fatty 2, genau. Passt. So, super. Face Expression. Jetzt. So, jetzt schaurige Galalavados rausziehen mal wieder, ne? Und oder... Brudi, Glurak fehlt uns noch. Wir haben ja da unser Heftchen liegen, ne? Glurak aber aus Celebrations. Ha, natürlich Glurak aus Celebrations. Weil Glurak aus Schaurige, das wäre... Da willst du gucken. Da würde ich große Augen machen, mein Lieber. Hallo? Wer tut denn da schreien? Ne, dass da jemand vorm Fenster linst, gell? Da habe ich ein Milchglas davor. Das Loch ist aber zu. Gönnen wir heute Codes, hast du Codes? Natürlich. Ja, raus, super, heute... Wir sind so happy, dass wir die Box kriegen konnten. Manchmal gerade die Bromos darüber. Wir sind so happy, dass wir die Box kriegen konnten. Da kann man auch ein paar Codes raushauen. Vor allem, wie gesagt, ne, jetzt nochmal schön einlösen. Das hattest du auch nichts, ne? Gar nichts. Ne, leider nichts. Schade. Aber bei jetzt, drei Boostern wird das schwierig, ne? Fünf, ja, ich habe jetzt da auch kein gutes Gefühl, ne? Normalerweise habe ich so... Was war denn Inhalt? 1, 2, 3, 8 Celebrations und 3... Schaurige. Ja. Ist okay. Normalerweise okay, ist wenn okay. Du UVP kriegst. Ja, ja, natürlich, ist okay. Ist okay. Aber so jenseits der 80 Euro. Schwierig, ja. Siehst, kein gutes Gefühl gehabt. Das wäre schön gewesen, wenn du nochmal so einen Vogel rausgezogen hättest für uns. Ja. Weißt, für uns. Aber für die Zuschauer ziehst du immer für die Community, du.
Jetzt. Aber du weißt ja, Hände eingeölt. Für die Zuschauer ist natürlich doppelt so gut. Ne? Ja, natürlich, weil wieder wir die Schmutzbox haben und für die Zuschauer haust du die Karten raus. Ne? Was meinst du eigentlich? Kollektionenfluch? Wird der gebrochen? Oder was müsste kommen, um den zu brechen? Der müsste ja wieder gebrochen werden. So, Zamazenta zählt fast schon als Hit. Bulk. Ja. Was? Ach, so oft wie wir Zamazenta haben. Ja, das stimmt, aber... Ein ist natürlich ein Hit, also weil... Mechio. Ich sag's mal so, der fehlt uns zwar nicht mehr, soweit ich das in Erinnerung habe, aber ist natürlich besser als gar nichts. Ja, besser als nichts, ja. Mhm. Am Schluss nur mit Holos da hänge. Wäre natürlich nicht so nice. Sticke Picao, Lepomentas. Und nochmal ein Sascha hinterher. Ich lief's gleich ein. Jawohl. So, Lepomentas ist stark, das gefällt mir. Habe ich früher auch gern bei Gold gezockt. Huh. Ja? Ja, das kann nämlich Erdbeben. Kann selber der falsche schweben. Professor Eich übrigens auf dem Discord wurden sich über diese drei über die Einschusslöcher diskutiert. Ja. Punkte wurden sich, wurde sich schief und was weiß ich diskutiert. Ne? Stimmt, ja, aber zu Recht, ne, muss man mal sagen. Aber wir haben ja auch die originalen Karten zum Vergleich gehabt. Und durch den Michael, ne? Ja. Grüße gehen raus, Michael, an dich. Du und hast ja alles. Emre auch. Fällt gerade noch, dass der Lambo kommt. Ja, das, das hast du auch mitgekriegt. Aber den wollte er nicht zeigen. Nee. Ja, in letzter Zeit ist der Discord ja aktiv, ne? Seit, ja, seit dem 25-Jährigen, ja. Da geht's also, kommst du kaum hinterher mit dem Lesen. Boah, ich dachte schon, ne? Hast du gedacht, hä? Oh. Hast du gedacht. Das wäre natürlich zu wild, wenn da jetzt ein Glora käme, ne? Weil der Rest hat man eigentlich schon alles. Ich hab auch nichts gegen goldenes Mew. Ich glaube auch, das Cup, oder? Haben wir Turtok und Bisaflor, da fehlt uns einer. Ich glaub, das kann ich dir gleich sagen, wenn ich ein Zäpfchen habe. Oder hattest du beide bei uns drin? Das kann ich dir gleich sagen, mein Lieber. Es fehlt noch einiges. Ich brauche gar nicht aufmachen. Ja, okay. Fehlt noch einiges. Mewtwo. Kapufala. Ja. Also die Chase-Karten, ne? Ja. Glurak safe natürlich. Ah ja. Hör mal. Ey, das Pikachu, wow, Rocket-Vorstand, auch stark und das ein surfendes Pika. Immerhin, immerhin. So, die letzten zwei Packs, ne, eins für dich, eins für mich. Hoffen wir auf unser Last Pack Magic, dass wir ab und zu mal wirklich rausballern, ne, so im letzten Pack, wenn die Box wirklich dem Ende zugeht und Schmutz war, da kommt dann nochmal so ein Schock, ne. Noch so ein kleiner Kuss auf die Nuss. Aha. Happy Birthday. Ansage und noch ein Säckchen hinterher. Aber ist jetzt eigentlich eine gute Ausbeute. Gute Karte. Habe ich sogar privat aufgezogen zu Hause in den zwei Dingen, die ich geöffnet habe. Siehst du, da bist du mir sogar voraus, weil ich ganz alleine habe noch gar keine Box geöffnet. Gar nichts. Noch gar nichts. Du musst noch ein paar Jahre warten, dann kommt es. Das stimmt, ja. Dann wird dein Regal zerrobbt. Das glaube ich eher weniger, aber wenn du man da weiß oh, ja wie. Oh jawohl, Rocket Zapdos. Immerhin noch, ja, immerhin. Und nochmal ein Pikachu in Full Art. Also, ich finde, ist eine sehr gute Ausbeute. Zwar kein Base-Set, aber... Der, ja, ich will jetzt nicht, doch Big Hit fehlt da ja, so ein... Also Rocket Sub, das ist nice, Lippen, ja, nice. Das ist nice. Falscher Profil. Pikachu ja, also, auch gut, alles gut, aber weißt du, so eine, aber, ja, aber solide das, Box. Das geht nur bei den Zuschauern, ja, das okay. Weißt du doch. Solide, solide. Also, ich hoffe... Was sagst du für 60 Euro UVP? Ja, 60 mit der, Euro ist hier, okay. Mit der Figur. Für 60 Euro mit der Figur ist okay. Denk schon, wenn, so, die jetzt wenn noch, einer mit 100 Euro um die Kurve kommt, das wenn die jetzt halt, noch leuchten könnte, hä? Da wird mit dem gebastelt, glaub mir. So ein Schlauch drum gewickelt. Ja. Also, ich hoffe mal, euch hat das Video gefallen und ihr wisst jetzt, ob ihr die Box euch kaufen soll für den Preis oder für welchen Preis auch immer. Wir können es auf jeden Fall für UVP empfehlen, mega ja. Empfehlen, allein schon wegen der Figur. Genau. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video, im nächsten Livestream. In diesem macht's Sinne, gut. Macht's gut. Ciao. Ciao. Bluff, I'ma be here till the end.